Gregor, heute gab es nichts zu holen hier beim VVC. 1:3, die erste Niederlage in der jungen Saison nach 5 Remis. Man hat sich, glaube ich, viel vorgenommen und am Ende ist man sehr enttäuscht. Ja, sagst du das eh schon richtig. Wir sind mit 5 Remis gestartet in die Saison und haben jetzt in der 6. Runde die erste Niederlage erfahren müssen. Und logischerweise haben wir uns das anders vorgestellt von Beginn an schon. Aber ja, so kurz nach dem Match ist schwer. Jetzt heißt es Mund abputzen und beißen, kratzen, kämpfen für die nächste Runde, auch wenn sich Steppert anhört. Wahrscheinlich schaut es anders aus, wenn wir kurz vor der Halbzeit das 2-1 machen, im Gegenzug bekommen mit dem Pausenpfiff quasi das 2-1 selber gegen uns. Also ein Foul zuerst und dann aus einem individuellen Fehler wieder mal. Und ja, wir besprechen es eh jede Woche, aber irgendwann müssen wir es auch einmal umsetzen im Match, jeder Einzelne. Der Elfmeter aus deiner Sicht, ich glaube, du warst knapp daneben. War es einer, war es keiner? Ja, gescheit gemacht vom Stürmer oder wie immer das auch war. Gibt er nicht. Ja,